Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Dead by Daylight. Heute spielen wir mit Ghostface als Killer. In der letzten Folge waren wir ja ein bisschen mit Steve Harrington unterwegs, haben ein bisschen versucht zu überleben. Dieses Mal werden wir versuchen zu töten mit meinem Lieblingskiller. Jetzt nicht mein Lieblingskiller, weil er irgendwie besondere Fähigkeiten oder so hat, sondern einfach nur, weil ich Ghostface cool finde. Ich finde auch Freddy Krueger ganz, ganz nice und so. Solchen Charakteren wie Leatherface, obwohl ich die Filme eigentlich auch sehr gefeiert habe, kann ich eigentlich nicht so was anfangen. Ich finde so solche Charakter wie Ghostface oder Freddy oder sogar auch Michael Myers, die haben so ein bisschen so eine Art, ich sag jetzt mal, Charisma, was von sich aus schon irgendwie Angst macht. Und das gefällt mir irgendwie ein bisschen besser, als wenn das irgendwie so übertrieben Leatherface-mäßig ist mit Kettensäge und oder irgendwelche Geister oder sowas halt in der Art. Vielleicht werden wir ja noch auf den Geschmack kommen, wenn wir nochmal die anderen Killer mal ausprobieren. Aber momentan bin ich eher auf den Ghostface-Trip. Da sind wir in der ersten Runde mit Ghostface. Schauen wir mal, was wir ausrichten können. Direkt den Tarnmodus aktivieren, um den Terrorradius zu deaktivieren. Können wir die Leute hier nämlich ein bisschen überraschen, wenn wir sie uns holen. Noch können wir auf jeden Fall erstmal hören, ob wir irgendwelche Generatoren hören, weil dann sind auch mit größter Wahrscheinlichkeit dort die Leute. Ist ja natürlich auch selbstverständlich, die Tryhard Dead by Daylight Spieler werden sich jetzt wahrscheinlich einen Ast ablachen. Aber ich bin ja noch neu. Okay, noch höre ich ein bisschen was. Ah, da höre ich noch was. Ah, ich wurde schon gesehen, ich wurde schon gesehen. Ich wurde schon gesehen und ins Ghostface enttarnt und da ist mir einer direkt vor die Füße gelaufen. Ah, oh, ich bin schon wieder lost. Als Killer. Aber ich werde erstmal hier die Mac verfolgen. Die kriege ich doch. Ich bin schneller als du, schneller als du. Ersten Schnitt haben wir. Und den zweiten Schnitt haben wir auch. So, lieben Mac. Ich heben wir mal auf. Nehmen dich auf die Schulter. Wo haben wir den nächsten Haken? Da haben wir einen Haken. Ich hoffe, die windet sich nicht raus und wir kommen auch rechtzeitig dahin. Es gibt so einen Add-on für festen Griff, den er hat. Aber den habe ich leider gerade nicht drin. So, da hängst du schon mal. Hier wurde auch gearbeitet. Ja, aber irgendwie kann ich den nicht kaputt machen. Modus rein. Oh, da habe ich doch was gehört. Bist du hier drin? Nee. Bist du hier drin? Auch nicht. Okay, gut. Wäre ja auch schlecht gewesen. Noch bleibt die da hängen. Kümmert sich noch keiner drum. Wenn ich Glück habe, sind das Assi-Teammates. Obwohl die auch schon zwei Generatoren fertig haben. Oh. Ja, erster Schnitt. Okay. Nein! Ach! Da ist sie wieder, da ist sie wieder. Okay, der andere wurde gerettet, beziehungsweise die andere. Mac wurde gerettet. Ich glaube, das da vorne müsste Claudette sein. Das kriege ich noch. Aber ich glaube, die Runde, die ist für uns, ist die schon verloren. Es geht jetzt nur noch um Spaß. Weil die scheinen das ganz gut hinzubekommen mit den Generatoren. Okay, ich glaube, die sind unten dran. Tarnmodus aktivieren. Bist du jetzt echt in den Keller gerannt? Würde mich ehrlich gesagt wundern. Das wäre echt ein bisschen doof. Aber ich bin auch froh, wenn ich hier nachkomme, ehrlich gesagt. Aber wo kann die sonst hinsehen? Okay, da hinten ist auf jeden Fall. Ach ja, moin. Da hinten war auf jeden Fall wieder was los.
Gesundheit. Ah, da hier sind doch wieder zwei. Und du wurdest auch schon wieder geheilt. Ach. Ja, das war jetzt nicht so schlau, hier rüber zu springen, wenn ich hier noch stehe. Na, Claudette, ich sehe dich. Keine Sorge, wir finden dich schon. Ach. Das nervt mich jetzt mal, was kaputt. Wir werden jetzt in eine andere Richtung abhauen wahrscheinlich. Ja. Ein Generator noch. Ja, doch gekriegt. Ah, die Dinger nerven mich immer. Kommen die Überlebenden immer so gut rüber. Okay, scheint hier lang gegangen zu sein. Hier raus. Hören wir was von ihr? Hören wir sie irgendwie jaulen? Weil die müsste eigentlich noch hier irgendwo in der Nähe sein. Okay, ich glaube als Killer, da sieht man eher die Skills, die nicht vorhanden sind hier bei mir. Hä, aber das kann doch nicht, die kann auch nicht weg sein. Vielleicht muss ich auch erstmal nochmal meinen Killer finden, mit dem ich gut spielen kann. Der Ghostface hat ja eher Sympathiepunkte bei mir. Ach, Mist hier. Ist doch keiner mehr in der Nähe. Tarnung nicht aktivieren. Komme ich wenigstens mit, wenn jemand in der Nähe ist, wenn er mich enttarnt. Ach, da warst du. Ah, da ist sogar noch einer. Noch einer, noch einer. Das kann doch nicht sein. Jedes Mal. Ich kann dich doch kaputt. Ich kann nicht. Nee, du bist ja schon fertig. Wie soll ich dich da kaputt machen? Das Gefühl kann nicht so weit weg sein. Das mit den Tarnmoos ist auf jeden Fall gut, dass ich die Benachrichtigung bekomme, wenn sie mich wenigstens sehen, weil ich ja hier schon mal nicht sehe. Die scheinen sich echt gut zu verstecken gerade. Ich muss mir das Video da doch mal im Nachhinein angucken, ob ich da vielleicht irgendwie sehe, ob man das noch sehen konnte, wo die alle hingerannt sind. Okay, da hatten wir auch den Ausgang gehabt. Würde mich nicht wundern, wenn hier noch welche in der Nähe sind. Aber ich bin noch nicht enttarnt worden. Das gibt es doch nicht. Es gibt auf jeden Fall auch noch so einen Perk, wo man irgendwie die Spieler in 32 Metern angezeigt bekommt, wo die sind. Also man muss sich halt in der Nähe von dem befinden, 32 Meter in der Nähe. Und dann bekommt man die angezeigt. Das wäre für so einen Noob wie mich auf jeden Fall echt eine riesige Erleichterung. Hä, aber das kann doch nicht sein hier. Keiner arbeitet an den Generatoren. Ich werde auch nicht enttarnt. Gibt es doch gerade nicht. Was für Leuten bin ich in der Lobby? Die haben es ja richtig drauf. Hä, die guck mal, die sind hier auch nicht angefasst worden, die Generatoren, ne? Ach, das ist wieder der hier. Ach, hier haben wir Blutspuren. Ja, da ist doch jemand. Da sind sie alle. Das Gefühl, du willst mich anlocken. Aber irgendwie, so blöd kann doch keiner sein. So, dich werde ich mal zurücksetzen. Ich bin zu nah am Ausgang. Ich habe auch das Gefühl, die sind alle in der Party, wenn die alle zusammen rumhängen. Können die sich natürlich absprechen. Okay, einen Treffer haben wir. Ich hab ihn noch erwischt. Komm, dich kriegen wir noch, Claudette. Bleib hier. Ah,
Bleib hier, Claudette. Ja! Na endlich. Na endlich. So, kann man dich auch direkt aufheben. Und aufhängen. So. Weil wir an den Generator da gerade gearbeitet haben, werde ich glaube ich nochmal direkt zurückgehen. Das ist mir sehr nah. Oh, da haben sie an den gearbeitet. Und die nächste liegt. Nice. Ist natürlich der eine Haken weg. Da hängt nämlich schon jemand. Nehmen wir mal den. Zum Glück haben wir hier noch was in der Nähe gefunden. Okay, die eine wurde auch wieder befreit. So, nicht verkämpfen. Schön weitersuchen. Auch wenn wir keine Chance mehr haben. Diese Camperei, das ist immer so nervig. Oh, wurde geopfert. Hat aufgegeben. Das ist doch schon mal nett zu wissen. Einer weniger, um den wir uns kümmern müssen. Ja, da wurde doch gearbeitet. Natürlich vergessen, den Tarnmodus anzumachen. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Da haben die mich direkt kommen hören. Aber, Claudette, dich kriegen wir doch. Dich habe ich schon mal gejagt. Und jetzt will ich dich auch. Okay. Ja, moin. Ich habe schon gedacht, dass du freiwillig in den Keller gehst. Ja! Tja. Da war ich wohl ein bisschen schneller als du. Nice, der Generatoren sind auch blockiert. So, Cheetah TT. Das war's noch nicht ganz für dich. Gucken wir mal, finden wir die anderen noch? Es wäre stark, wenn wir echt nochmal gewinnen würden, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ah, da rennt niemand. Und du liegst. Sehr schön. Okay, die Runde, die hat so schwach angefangen, aber jetzt gerade gefällt sie mir echt gut. So, du hängst. Checken wir nochmal den anderen. Ach, guck mal, da läuft sogar der... die Nia. Wenn ich dich jetzt noch kriege, dann habe ich gewonnen. Ja, einmal haben wir dich angeschnitten. Schneiden werde ich noch ein zweites Mal an. Nein! Der war zu früh, der war zu früh. Und kriegen wir dich, kriegen wir dich, kriegen wir dich. Nein, wo rennst du denn hin? Nia! Ja! Und da bist du down, Nia. War schön, hast dich gut geschlagen. Aber dein Leben ist jetzt so gut wie vorbei, wenn ich einen Haken finde. Ach, da ist ein Haken. Oh gut, nochmal Glück gehabt. Ich dachte gerade, hier ist kein Haken mehr in der Nähe. Aber du hängst. Haben wir dich. So. Seht ihr, Leute, ich bin Noob und hab's auch ohne Campen geschafft. Na? Hab ich doch noch befreit. Also jetzt kann ich gerade echt nichts anderes machen, als zu campen. Wenn die sich hier noch so wehren. Na? Dann kommt der Tinnitus. Okay, jetzt ist auf jeden Fall noch eine Luke angezeigt. Ja, du könntest dich natürlich noch befreien, ne? Wenn du jetzt einmal, also versuchen würdest. Du musst es halt nur versuchen. Meine Liebe, komm mal, ich gehe auch mal weg. Dann brauchst du keine Angst zu haben. Ja. Ach, Entitus heißt der. Okay, nicht Tinnitus. Aber ich nenne ihn trotzdem Tinnitus. So, nice. Diese Runde haben wir gewonnen.
Schauen wir mal, ob es in der nächsten Runde auch so gut für uns läuft. Unbarmherziger Killer, yeah. Eine neue Runde, neues Glück. Wir sind im Schnee. Das ist doch schon mal verlockend, im Schnee unterwegs zu sein. Ich bin unentdeckbar. Gucken wir mal, wie diese Runde läuft. Die letzte Runde war ja auf jeden Fall schon ganz nice, würde ich sagen. Ah, okay, hier arbeitet wer. Na gut, wie geht's dir? Na, kommt sie durchs Fenster? Nee, kommt sie nicht. Aber bevor wir noch weitergehen, werden wir hier noch mal ein bisschen Schaden machen. Damit sich unsere Chancen erhöhen. Ich habe das Gefühl, sie hat sich hier irgendwo in dieser Ecke hier versteckt. Das würde ich zumindest so machen. Ja, da war sie doch. Ja. Der Baum ist groß genug für dich, Mr. YouTube Alex. Also es gibt eine Sache, die werde ich nie verstehen. Warum schreibt jemand YouTube in seinen Namen? Ich meine, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, mache ich ja auch ganz gerne mal ein YouTube-Video. Aber wenn ich irgendjemanden sehe, der irgendwie so einen Namen hat mit YouTube oder einfach nur dieses YT am Ende, was denken sich die Leute, dass man dann direkt mal auf das Profil geht, auf den Kanal geht, ein Abo da lässt und vielleicht nochmal die ganzen Videos anschaut? Ah, guck mal, da ist einfach der nächste. Also ich würde mal glatt behaupten, das ist so gut wie noch nie passiert. Und daher, ich verstehe es einfach nicht, warum das Leute machen. Einfach YouTube in ihren Namen. Vielleicht einfach nur, um zu zeigen, hey Leute, ich bin YouTuber. Das war jetzt blöd von mir. Das war jetzt richtig blöd. Hier sind noch Blutspuren. Ah, da haben wir noch. Ah, du Blutdeck. Okay, YouTube Alex wurde auch befreit. Ernst. Okay, du magst also gerne Schränke, ja? So, jetzt. Komm schon, da ist der Haken. Der YouTuber wurde auch schon geheilt. Okay. Da ist die nächste Person. Noch eine Claudette. Ich werde dich kriegen. Und einmal habe ich dich angeschnitten. Ich sehe dein Blut. Ach Mann. Diese blöden Falten, die müssen wir echt alle mal direkt entsorgen hier. Heute denkt sich wäre weg. Genau. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Noch sehe ich dich. Ich wurde aber, glaube ich, identifiziert. Gerade so ein bisschen danach umgehört. Ja, die Leute sind hinter mir. Obwohl, nee, ich kreide erstmal. Claudette. Okay, diese Runde sieht wieder genauso aus wie letzte Runde. Letzte Runde haben wir aber noch gewonnen. Ich bin gespannt, ob wir diesmal nochmal so eine Chance haben. Du versteckst dich doch gerne im Schrank, Claudette. Diesmal nicht. Diesmal warst du schlau. Ah, da ist jemand. Da bist du ja, Mensch, Claudette. Und schon wieder. Also gleich sind wir hier einmal rum, dann haben wir alle durch. Dann haben wir alle durch. Ich kriege nie. Nein! Oder auch nicht. Ich muss mal dieses Sicht-Aim, sage ich jetzt mal, mehr üben. Und da haben wir dich. Blutrausch. Ja, ja, krieg mal weiter. Alles gut. Ich erlöse dich ja gleich. Ich erlöse dich ja gleich. Kein Problem. Hängen wir dich kurz zum Trocknen auf.
Okay, du hängst hier auf jeden Fall jetzt gerade sehr gefährlich für mich. Denkst du wirklich, dass ich das zulasse, liebe Nia? Ja! Nia! Ich werde dich kriegen! Allein schon für den Versuch, dieses blöde Tor aufzumachen. Das Blöde ist halt immer, dass man nicht weiß, ob die Leute in einer Party sprechen oder nicht. Wenn man das wüsste, wäre es auf jeden Fall ein Vorteil, weil man gucken könnte, ob die sich irgendwie abschneiden. Okay, da wird noch das Tor aufgemacht. Gucken wir mal, ob wir wenigstens Nia noch kriegen. Denkst du wirklich, lass dich hier raus? Das glaube ich jetzt eher weniger. Okay, wo haben wir den Haken? Da haben wir einen Haken. So, schön zum Trocknen aufhängen. Ja, manchmal stehen die hier im Eingang. Ja, da steht doch schon mal. Ach, bist du noch rausgekommen? Gerade so. Okay. Die Nia wurde auch befreit. Ach, jetzt bin ich ja blöd, jetzt bin ich zu viel dahin gegangen. Okay, jetzt wäre jetzt eigentlich die Chance von denen gewesen, hier zum Ausgang hinzukommen. Okay, wahrscheinlich ist der andere Ausgang auch offen. Gehen wir nochmal in die Richtung. Diese Runde, wie erwartet, auf jeden Fall ein bisschen verloren. Aber nicht so schlimm, da wir ja die letzte Runde wenigstens gewonnen haben. Jo, hier ist das Tor auch offen. Ich wette, wir sind jetzt hier und der eine heilt sich. Oder auch nicht. Oder sie suchen die Luke. So, Tamarins. Tarnmodus. Okay, der nächste ist weg. Ich denke mal, die andere werden wir auch nicht mehr bekommen. Leider, leider, leider. Konnte ich meinen Blutdurst in dieser Runde nicht stillen. Aber macht trotzdem Bock das Game auf jeden Fall. Kann ja nicht immer gewinnen. Hä, war da? Ach. Naja, die Runde ist nicht so gut gelaufen. Lasst gerne einen Kommentar da. Ich freue mich auf jeden Fall immer über Feedback. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ciao, die Ho.